Der Rückenstrecker mit optimierter Ausführung. Yo, Heroes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eine Frage: Fällt euch hier irgendwas auf, wenn ich einen Rückenstrecker trainiere? Genau, es liegt hier keine 20 oder 25 Kilo Scheibe, sondern nur zwei 2,5 Kilo Scheiben. Und heute zeige ich euch mal, wie man den Rückenstrecker besser trainieren kann, damit ihr beim Kreuzheben und bei den Kniebeugen wieder mehr schafft, dass ihr bei den Kniebeugen und Rückenstrecker besser belasten könnt und beim Kreuzheben einfach mehr schafft. So, was macht ihr dafür? Ihr nehmt zwei 2,5 Kilo Hanteln, der Daumen kommt in die Scheibe rein, in die Finger und schließen so die Scheibe. Stellt euch auf, dass es geht, Füße hinten einhaken und nur der Oberschenkel ist hier auf dem Polster. So, jetzt wenn ihr runtergeht, schließt ihr die Arme vor der Brust und schaut unten runter durch. Jetzt kommt die Besonderheit. Und nach oben gehen, öffnet die Arme und spannt hinten den kompletten Rücken an. So. Was ist das, der Sinn jetzt des Ganzen, ja? Warum soll ich jetzt zwei 2,5 Kilo Scheiben nehmen, anstatt eine 25 Kilo Scheibe? Das ist der Sinn dahinter, dass es hier hinten eine Muskelkette ist. Und wenn wir den Rückenstrecker optimal trainieren wollen, wenn wir die maximale Muskelreinkontraktion im Rückenstrecker erreichen wollen, dann müssen wir auch den oberen Rücken, also den Kapuzenmuskel und den Lat mit trainieren und mit ansprechen. So erreichen wir eine höhere maximale Reinkontraktion im Rückenstrecker hier unten, ja? Nur um das nochmal zu verdeutlichen, mit dieser Muskelkette, warum es wichtig ist, die Muskelkette zu trainieren und nicht nur den Muskel isoliert. Ja, wenn ihr beim Arm schaut, versucht mal den Bizeps anzuspannen, ohne die Faust zusammenzuballen. Ja. Das geht nicht so richtig, weil wenn ihr die Faust zusammenzieht, dann könnt ihr den Bizeps richtig anspannen. Und genau das gleiche ist es hinten mit dem Rückenstrecker auch. Ja. Also, nochmal kurz Zusammenfassung. Den oberen Rücken mit anspannen. So wird der Rückenstrecker optimal trainiert, erreicht eine höhere maximale Muskelendkontraktion und kann so wiederum mehr beim Kreuzheben schaffen. Also Liebes, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du auf jeden Fall ein Abo da lassen und ein Like. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir machen deinen Startschuss und ciao.